Guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu das Let's Play von Death's Guild Marks. Letztes Mal sind wir relativ weit gekommen, diesmal sind wir. Machen wir hier weiter. Ich hoffe, wir werden noch ein bisschen was überleben. 1500 ist mir zu teuer. Wie viel ist denn das inzwischen wert? 200, kann ich mir nicht leisten. Das war letztes Mal. Also, die Gegner eben waren etwas sehr gefährlich. Jetzt haben wir wieder Heavy Traffic. Und ich glaube, es lohnt sich ein bisschen mit Damage zu machen. Ups. Bunk. Sehr schön den Hammer. Dann nochmal auf diesen Gegner hier. Jetzt kann ich auch auf der anderen Seite hin. Bunk. Habe ich den jetzt mit dem Schuss erledigt oder mit dem anderen? Potato Chip King, was hast du? Armor. Danke. Hot Dog. Und ein Quick Fix oder sowas brauchen wir im Moment nicht. Das ist definitiv besser als das. Sehr gut. Dann können wir noch einen Hauch reparieren. Autsch, ich hasse diesen Wurm. Man hat immer so wenig Zeit zum Ausweichen. Du. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich froh bin, dass wir eine sehr gute Waffe haben, die schöne lange Range hat. Glaubt, dass ich von der anderen Seite fahren muss. Ich glaube, der gilt als auf dem Fahrradplatz sitzend. Wahrscheinlich explodiere ich aber gleich das Fahrzeug. Nee, passt. Sehr gut. Wir haben fast kein Geld. Das ist der Nachteil, aber ich glaube, es könnte sich lohnen, einfach mal um ein paar extra Sachen zu bekommen. Pushing Car off Screen. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Ich glaube, ich bleibe bei dem, was wir bereits haben. Ja, Robert Duschbergs ist natürlich ein Problem. Es wäre vielleicht besser gewesen, das zu nehmen, weil die kann man nämlich, die gelten nämlich auch für diesen Crush-Job. Am liebsten crush ich die hier übrigens in andere Fahrzeuge, weil ja, in Autos crashen das, glaube ich, am meisten Damage macht. Autsch. Russian Roulette. Ich will nicht meinen Fahrer riskieren. Aber einmal muss ich es riskieren. Gut, mehr kann ich mir nicht leisten, sonst viel zu riskant. Oh. Okay, hier gelten, glaube ich, auch die Jobs nicht so. Da muss ich, glaube ich, das hier machen. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Das ist auch ein sehr gefährlicher Boss in der Hinsicht hier. Ja, yep, ich werde mal, wenn es so weitergeht, werde ich es. Ja, ich habe Skill verloren. Wir werden es wahrscheinlich. Ich habe nie damit gerechnet, dass das hier mal ein Boss ist, der sehr gefährlich ist. Naja, gut. Wenn wir es trotzdem schaffen, dann kriegen wir wenigstens den zweitbesten Victory. Also es gibt noch einen Zusatz-Victory, der richtig gute Fahrzeuge freischaltet. Au. Au. Ja, die Clowns sind unglaublich gefährlich, weil ich nur so eine lahm schießende Waffe habe. 17, 13, 9, 8. Es kommt ja immer darauf an, wie ich gerade dieses Fahrzeug treffe. Armes Skid. Kommt nicht auf seine Fire. Au. Das ist der härteste Clownkampf, den ich je hatte, muss ich sagen. Ja, der arme Skid. Ich werde nicht zu den Geeks gehen. Hat mit diesem Fahrzeug ebenfalls keinen Zweck. Ich brauche das hier, ich brauche das hier, ich brauche das hier. Okay, jetzt habe ich noch 900. Ich kann mir ein Ticket kaufen, aber das nützt mir nichts. Wie viel ist das? 65. Ich glaube, dass das langsam besser ist. Einfach damit ich auch die Möglichkeit habe, Gegner zu crushen. Ich werde nicht immer alle Crewmitglieder töten können. Das ist einfach so. Au. Vor allem bei so Sachen wie das eben, wo ich überhaupt keinen Einfluss drauf habe. Au! Die haben eine super Waffe. Ein Werfer. Ja, keine Chance. Keine Chance. Das ist kein gutes Fahrzeug, ehrlich gesagt. Es ist zwar lustig, aber.
Ja, was haben wir eigentlich inzwischen? Easy, Medium. Ich glaube, wir bleiben noch bei Medium und schauen, ob wir noch mal ein ordentliches Fahrzeug nehmen können. Pubelwagen, ich würde den hier gerne mal hier nehmen. Start with a Ticket für 500, viel zu teuer. Das muss reichen. Wir haben jetzt richtig schöne Melee-Power. Seitlich. Ohne dass ich irgendwas machen muss. Wie mächtig? So mächtig. Yep. Wunderbar. Effizient. Okay. Da lohnt sich es dann natürlich jemanden zu nehmen dazu, dem ein, ja, im Moment das auf jeden Fall zu geben. Oh, ein Effing Picket. Klar, nehme ich eins mit. Gar keine Frage. So früh am Anfang sind die so spottbillig. Hier kriegen wir den 20% Boost, was natürlich unglaublich nützlich ist. Hat man in dem Run vorher eigentlich den Stat Boost? Ich weiß gar nicht mehr. Also in dem gewonnenen Run hatten wir, glaube ich, einen Stat Boost. Ja. Ich sehe Möglichkeiten und Chancen. Ich würde sagen, ich gebe ihm auch nochmal so eins. Ihr, wie auch immer. Okay, und das hier. Leider kein Kill-Quest. Die wären jetzt in diesem Fall wahrscheinlich etwas besser. Naja, nicht unbedingt. Ach so, früh am Anfang noch nicht unbedingt. Oh. Ach ja. Der Vorteil ist, die haben alle keine Waffen. Nachteil, man muss erstmal irgendwie durch dieses Fahrzeug hier durchkommen. Hat sich natürlich schnell erledigt. Wir haben schließlich wahnsinnig viel Power. Tentative Terry. Wir haben keinen Vorteil dadurch, dass wir ihn persönlich eliminieren. Können wir auch so machen. Bunk. Frage: Ist er linksrum explodiert oder rechtsrum? Das lohnt sich nicht. Wir haben im Moment so schlechte Waffen. Melee Kills für 33. Im Moment nicht lohnenswert genug. Ich glaube, ich sollte mir einen Revolver kaufen. Nee. Nee, nee, das ist besser, das hier zu machen. Eine Premium-Waffe schadet nicht. Und dann. Der Rest ist alles in Ordnung. Das wäre natürlich eine interessante Sache, weil das schaffe ich nämlich. Wenn ich auf der richtigen Seite bin, schaffe ich das problemlos. Weil ich brauche einfach nur hier hingehen. Und jetzt hier nebendran hängen bleiben. Bunk. Bonus bekommen. Das ist der Grund, weshalb sich das lohnt. Ganz nach rechts, damit ich Lernie gleich abfangen kann, wer auch, wo auch immer der ist. Okay, der ist auf der Seite. Punkt, erledigt. Das kann man jetzt am Anfang relativ gut schaffen. Du kriegst das hier hin, du nimmst das hier. Eine Pistol Plus ist jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll. Jazz ab. Was haben wir sonst noch? Crewkill 50. Ich glaube, das dürfte sich langsam anbieten. Ich glaube, wir dürften langsam genügend Fahrzeuge haben, Mitfahrer haben, dass wir mindestens zwei haben. Okay, in dem Fall hatten wir jetzt Pech. Weil da kriegt man halt nicht beides. Da kriegt man entweder das eine oder das andere. Ah, ich hätte versuchen können, ihn zu erschießen. Und dann melee-mäßig zerstören können. So, Seitenwechsel. Ich will ihn schließlich zerstören. Und das geht auf die Variante etwas einfacher. Punkt. Bye bye. Mal schauen, was der hier hat für mich. Ich glaube, dass das langsam besser wird. Range 2 ist, glaube ich, allgemein besser. Oh ja, Medkit und Repair Tool. Kann ich mir sowas am Anfang leisten? Nee, ich glaube, Steering ist in dem Fall kritischer. Im Moment. Dann nehmen wir das doch so. Heilen brauche ich nicht. Genau, ich habe gesagt, ich nehme jetzt lieber das. Das bringt für mich etwas mehr, als die Fahrzeuge allein zu zerstören. Dann gehen wir einfach mal hier hin. Und dann lass mich auf die andere Seite. Punkt, bye bye. Bye bye. Boom.
So, was haben wir hier? Rechte Unebenheiten. Ach ja, Schlaglöcher. Stimmt, es heißt Schlaglöcher, dieses Ding. Yep. So wünsche ich mir das. Richtig schöne, schnelle Boosts. Was hat der für mich? Der hat ein Medkit, das hole ich mir sehr gerne. Reparieren kann ich im Moment nicht. Ich glaube, es ist aber trotzdem günstiger, die hier zu nehmen. Und dann passt das, denke ich, schon wieder. Ja. Also Medpack will man auf jeden Fall. Also wenn man zwei Slots hat, dann sollte man die auch hernehmen. Wichtiger als das Medpack ist, finde ich, das Reparaturkit. Diese Seite hier bitte. Au. Bunk. Ah, ich habe den hinteren nicht erwischt. Schade. Regenerieren brauche ich im Moment nicht. Wir haben volle Gesundheit. Ich hätte gern noch ein Reparaturkit. Aber dafür habe ich wahrscheinlich im Moment zu wenig Geld, oder? Ja, wie viel würde das kosten? 1000. Wie viel würde ich dafür kriegen? Wenn ich den verkaufe, habe ich genug, ja. Das ist mir nämlich wichtiger als die anderen Sachen. Drivetrain gibt halt auch Boost nach vorne. Auch wenn ich jetzt halt weniger Range Damage mache. Andererseits, Range Damage ist nicht das, wie ich meine Gegner eliminiere. Das ist eher eine Sache von Hardcore Melee, wie man sieht. Minimale Regeneration, danke. Serum kostet 900, kann ich mir nicht leisten. Ich brauche wieder eine neue Waffe. Und das war's. Oh, Groupies, stimmt. Groupies. Autsch. Okay, doch, ich habe ihn erledigt bekommen. Ich habe keinen Nachteil dadurch, wenn ich sie anders erledige. Solange ich den Crewkill bekomme. Ich kann Melee oder anderes nehmen. Medkit, ich habe schon Medkit. Garage ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Nehmen wir das hier. Das macht 33, das macht 50, ja. Damit lohnt sich das nicht so sehr. Also ich gebe dem hier mal einen weiteren Ranged Boost. Ja. Die Sachen, die halt das macht, 100, oder? Ja. Im Moment noch nicht so ideal. Ja, mal gespannt. Wir werden sehen. Kann ich mal... Okay, ich mache es auf die andere Seite. Punkt. Warum steuert er die ganze Zeit gegen die Wand und fährt sich selbst kaputt? Weiß nicht. Keine sonderlich intelligente Person, würde ich schätzen. Punkt. Ja, die Combine macht übrigens nur am Anfang genügend Schaden. Später ist er dann doch etwas sehr schwach. Punkt. Perfekt. Alles zerschreddert. Ich denke nicht, dass ich eine Notwendigkeit habe, meinen Run zu randomisen. Engine kann nicht schaden. Oder habe ich was Besseres? Nee, das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt gerne hätte als Upgrade dafür. Und dann nehme ich eine Reparatur für 56, ja. Gesundheitlich sind doch alle in Ordnung. Ist der auf der rechten oder auf der linken Seite von dem Fahrzeug? Ist egal. Von der Seite komme ich dran. Boom. Bye bye. Russian Roulette. Gern. Du hast noch keine Stats. Brauchst welche? Ich glaube, ich brauche nicht beschreiben, warum ich jetzt da die letzte Option gezogen habe. Deshalb ist es immer besser, wenn der Gegner anfängt. Wenn immer der Gegner anfängt, gewinnt man im Normalfall deutlich besser. Oh ja, das hier. Chips. Repair Kit lohnt sich im Moment nicht. Victory macht 125. Das kriege ich mit dem anderen noch zusammen. Nein, bekomme ich diesmal nicht zusammen. Ups. Ups. Go. Weil die anderen sind nur 50.
Das war ja, das ist natürlich schade, aber gut, passiert auch. King of Potato Chips. Yep. Hast du vielleicht richtig tolle Sachen für mich? Nee, hat er nicht. Schade. Ich habe inzwischen Superpowers, deshalb brauche ich die Sachen nicht mehr. Ich würde mal sagen, wir machen mal ein bisschen hiervon. Es gibt viel, also einer der größten Fehler, die man am Anfang des Spiels machen kann, ist, die Power von den defensiven Upgrades zu unterschätzen. Die sind unglaublich wichtig auch. Au, nicht in dem seine Spikes reinlaufen. Ich glaube, Medkit ist unglaublich günstig im Gegensatz zu den anderen Sachen. Wobei ich lasse nochmal ein bisschen das laufen. Sehr schön. Und wieder fast voll regeneriert. Das ist die richtige Entscheidung, hoffe ich. Mehr Steering, Brakes wäre natürlich auch mal eine sinnvolle Entscheidung. 700 kann ich mir im Moment nicht leisten. Kriege ich das oft genug zusammen, ist die Frage. Ich glaube, dass das fast sogar noch besser ist. Chips sind super billig, deshalb kann man die immer gerne einsetzen. Das andere lohnt sich noch nicht. Ja, zwei Leute, da hat sich es jetzt wieder gelohnt, das hier zu nehmen. Andere Seite. Ja, ich brauche mal bessere Waffen. Fällt mir auf. Aber die kommen von selbst. Mr. Case Gunshop, was hast du für mich? Du hast gar nichts für mich. Oder? Ja, ich könnte mehr Range Damage nehmen. Nur zur Sicherheit. Außerdem sollte ich denen ihre Waffen mal tauschen, weil er ist besser im Schießen als sie. Genau, kann ich dieses Ding zerschießen, ist die eigentliche Frage. Wow. Gut, ja, ich habe es kaputt bekommen. Sehr gut. Bye bye. Ich finde es immer lustig, wenn die sich so vorwärts lehnen für das Lenkrad. Wobei ich mich dann immer noch frage, wie sie Gas geben und bremsen, aber anscheinend ist es auch im Lenkrad integriert. Das wäre zumindest die vernünftigste Erklärung. Bye bye. Boom. 1000 Gold. Das ist hoffentlich genug, um was Tolles zu kaufen. Steering für 800. Ja. Habe ich hier was mir was hier nützt? Nee. Was haben wir diesmal für einen Boss? Groupies. Okay. Wir wissen, wie man diesen Boss hier besiegt. Das haben wir schon im letzten Mal gesehen. Melee only. Und in dem Fall haben wir genügend Steering, dass wir den einfach crushen können. In solchen Situationen einer der einfachsten Boss. Das ist so, ich finde es immer so interessant, wie extrem sich die Sachen unterscheiden in den Runs. In einem Run hat man kein, wenn man einfach nur Range-Charaktere hat und kein Steering, keine Chance. Und hier so, pff, Crush, Boom, erledigt. Ohne irgendwelchen großen Schaden sogar. Das ist langsam gut, sinnvoll einzusetzen. Das ist, glaube ich, besser. Wir erledigen unsere Gegner im Normalfall nämlich mit Melee-Angriffen. Oh, die haben da was richtig Böses. Dann bleibe ich mal auf dieser Seite hier. Punkt. Punkt. Oh, das war das Fahrzeug. Nicht schlimm. Zwei Leute, die kriege ich beide erwischt mit meiner Power, hoffe ich. Ja, das ist auch eines der Fahrzeuge, bei denen die Wahrscheinlichkeit besser ist. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sich das tatsächlich lohnt, in die Range zu gehen, weil ich halt mehr Schaden nehme. Auch durch. Obwohl, ich bekomme mehr Geld, aber ich nehme auch mehr Schaden. Ich glaube, wir bleiben auf dieser Strecke, weil gegen Robos habe ich nichts. Da habe ich keine Boni. Punkt. Punkt. Bitte aufgehen. Ja, ist halt die Frage, kriege ich da überhaupt genügend Sachen zusammen? Egal. Der ist fast tot. Habe ich den schon mal irgendwie geboostet? Ja. Trotzdem. Minimal riskieren kann ich.
Ja, es war eigentlich nicht die richtige Entscheidung. Der war sowieso fast tot. Eigentlich war es die falsche Entscheidung, ja. Das war doof. Ich hab doch ein Medipack dabei, ich Trottel. Natürlich war das die verkehrte Entscheidung. Das war richtig doof. Ja. Okay, was kann ich gegen die Carbine-Leute machen? Ich kann versuchen. Wow, habe ich viel Schaden auf der Seite. Ich muss auf die andere Seite kommen. Ich habe immer noch keine ordentlichen Waffen. Okay, das war, glaube ich, die sinnvollste Entscheidung hier. Bis zum nächsten Mal. See ya, bye bye.